Sehr geehrter Herr Präsident, ich freue mich sehr über den heutigen Besuch, erstmals als Staatspräsident Finnlands hier in Berlin. Ich will gleich zu Beginn sagen, ich freue mich sehr, dass Finnland seit vergangenem Jahr Mitglied der NATO ist. Der Beitritt stärkt Finnland, er stärkt Skandinavien und er stärkt unsere gemeinsame Sicherheit in Europa. Als eine Konsequenz aus der Zeitenwende, die der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine darstellt, müssen wir den europäischen Pfeiler unserer Allianz konsequent stärken, im Sinne der Verteidigung und der Abschreckung. Und über diese Fragen sind wir uns sehr einig. Alle für einen, einer für alle. Was für die Musketiere galt, gilt auch für die NATO-Staaten. Wir sind einander verpflichtet und wir gewähren einander Schutz und Beistand. Das habe ich vorgestern bei meinem Besuch im Baltikum deutlich gemacht und das wiederhole ich heute hier noch einmal. Wir werden jeden Quadratzentimeter des Bündnisgebietes verteidigen. Finnland ist seit vielen Jahren ein besonders enger Partner Deutschlands, bilateral in der Europäischen Union und jetzt eben auch in der NATO. Das werden wir weiter ausbauen und dafür bieten auch unsere Gespräche heute einen guten Anlass. Wir möchten von den finnischen Erfahrungen mit Russland als Nachbar lernen. Wir sind auch interessiert am finnischen Ansatz für den Zivilschutz. Da gibt es also viele Dinge, die wir vertiefen können. Der Jubiläumsgipfel der NATO in Washington wird heute auch ein Thema unseres Gesprächs werden. Denn wir wollen besonders die Ostflanke der NATO weiter stärken. Das Ziel ist klar, Russland soll niemals in die Versuchung geraten, unsere Grenzen und unsere Einheit auf die Probe zu stellen. Deutschland selbst hat auf die sicherheitspolitischen Veränderungen entschlossen reagiert. Wir geben mehr als 2% unserer Wirtschaftsleistung für Verteidigung aus. Wir haben entschieden, dauerhaft eine Brigade in Litauen zu stationieren. Und wir halten weitere umfangreiche Kräfte in hoher Bereitschaft. Wir sind die Drehscheibe im Herzen Europas, damit alliierte Kräfte verlegt werden können an die Einsatzorte. Und wir haben die Sky Shield Initiative begonnen, um die europäische Luftverteidigung weiter zu verstärken. Meine Damen und Herren, natürlich werden wir gleich auch darüber sprechen, wie wir die Ukraine weiter unterstützen können. Sie muss sich gegen den russischen Angriffskrieg zur Wehr setzen können. Deutschland hat gerade entschieden, neben den zwei bereits gelieferten Patriot-Batterien eine weitere zur Verfügung zu stellen. Das haben wir auch gemacht, weil wir hoffen, dass in Europa sich noch weitere finden, die einen gleichen Schritt gehen. Und das ist zwar beeindruckend, dass wir mit unseren drei Systemen, die wir dort geliefert haben, jetzt die allermeisten dorthin gestellt haben und zur Verfügung stellen, aber es geht eben darum, dass es genügend sind. Und deshalb müssen viele Länder Europas mal gucken, was ihnen da möglich ist. Es ist auch gut, dass insgesamt jetzt die Unterstützung der Ukraine auf breiter Basis steht. Dazu gehören natürlich auch die Entscheidung Finnlands für ein weiteres Unterstützungspaket, die wir sehr begrüßt haben. Denn für uns alle ist klar, wir müssen uns darauf einstellen, dass dieser Krieg noch länger dauert, als es uns recht ist. Und wir stehen deshalb zusammen bei der Unterstützung der Ukraine, as long as it takes. Natürlich geht es auch um viele andere Fragen in unseren Beziehungen zwischen Finnland und Deutschland, die wir weiter stärken wollen. Da gibt es großes Potenzial bei kritischen Rohstoffen, der Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigung und bei neuen Wasserstoffkorridoren im Ostseeraum. Und zu guter Letzt blicken wir natürlich auch auf unser gemeinsames großes Thema, die Europäische Union. Unsere beiden Staaten setzen sich dafür ein, dass die überfällige Erweiterung mit Reformen einhergeht, die die Union insgesamt handlungsfähiger machen. Also viele Gesprächsthemen, eine lange Liste. Und deshalb freue ich mich ganz besonders über den Besuch und die Gelegenheit, darüber zu sprechen. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Also ich freue mich sehr, heute hier in Berlin zu sein. Ich habe zwei große Sitzungen, ein mit Bundespräsident Steinmeier und ein mit Bundeskanzler Scholz. Wir werden heute über Themen wie unsere bilaterale Besitzungen, die Ukraine, den Nahen Osten und Zusammenarbeiten in NATO sprechen. Wir sind sehr gute Alliierte, kann man sagen. Heute sprechen wir auch über strategische wichtige Bereiche wie Digitalisierung und 5G, Energie und andere Sicherheitsfragen. Deutschland spielt immer eine große Rolle in Europa. Ohne Deutschland hat man
kein Europa. Und ich muss auch sagen, dass die Unterstützung, das Deutschland für Ukraine gemacht hat, ist großartig. Nummer zwei in dieser Welt. In Finnland haben wir bisher Unterstützung im Gesamtwert von fast 3 Milliarden Euro geleistet in Ukraine, davon 2 Milliarden für Verteidigungsgüter und 1 Milliard für Development. Gestern habe ich mit Zelensky telefoniert und wir haben sprachen über diese Friedenskonferenz in der Schweiz. Selbst werde ich natürlich da sein. Also, es ist ein guter Tag für uns, für unsere Zusammenarbeit zwischen Finnland und Deutschland. Und hoffentlich, und ich bin sicher, dass wir haben eine sehr interessante Diskussion. Vielen Dank. Schönen Dank.